Ihr habt noch keine gute Audiolösung für euer VR-Headset gefunden? Dann bleibt unbedingt dran. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Mein Name ist Sebastian und ich habe euch eine tolle In-Ear-Kopfhörerlösung mitgebracht für VR-Headsets, für PlayStation-Spiele, für Nintendo Switch und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was ich hiermit alles machen kann. Das sind die Prism XR Vega T1 In-Ear-Kopfhörer und ja, ich kann sie halt eigentlich für alles nutzen. Es hat einmal Bluetooth an Bord, es hat aber auch einen Wi-Fi-Dongle, der über 2,4 GHz das Audiosignal transportiert. Und somit haben wir den Vorteil, Bluetooth hat ja eine Latenz. Und die Latenz brauchen wir im VR-Bereich nicht und beim Zocken auch nicht. Es kann so schlimm sein, dass ich, sage ich mal, eine Waffe abfeuere und ich höre danach erst den Schuss. Und das wäre echt übel, das braucht man in VR nicht. Und dafür ist der Wi-Fi-Dongle gedacht. Ich glaube, der bietet maximal 25 Millisekunden Latenz an. Also es ist nicht latenzfrei. Eine Funkverbindung ist nie latenzfrei. Aber es gibt halt eine Schwelle, wo der Körper das halt auch nicht mehr wahrnimmt, die Latenz oder die Differenz dazu. Und ja, das ist hier der Fall. Ich habe die Dinger bereits getestet. Mir gefallen die sehr, sehr gut. In dem Video schauen wir uns an, was kosten die. Schauen uns die Homepage an. Wir schauen uns die Prism XR App an, weil es gibt verschiedene Produkte, die man in dieser App einpflegen kann. Man kann die dann über die App auch, ja, kann man Firmware-Updates laden, Einstellungen vornehmen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns auch natürlich an. Und ein Unboxing gibt es auch nochmal hiervon. Und ja, dann gibt es natürlich auch ein Fazit von mir am Ende des Videos. Also legen wir los. Hier sehen wir die Produkte von Prism XR für unseren VR-Bereich. Und ja, es wird einmal angeboten, eine Charging Station für die Quest 3, also eine Ladestation für die Quest 3, dann auch eine Ladestation für die Apple Vision Pro. Hier haben wir einen Akkugürtel mit 10.000 mAh, das ist echt ordentlich und kann auch das ein oder andere Akkuproblem lösen, wenn man jetzt kein Headstrap hat mit Batteriepack dran. Und ja, dann haben wir hier einen Puppies S1 Router und der ist speziell dafür gedacht, dass wir mit unseren Standalone-Headsets uns verbinden können und dann halt PC-VR-Games darüber spielen können, über Link, über Virtual Desktop zum Beispiel. Den habe ich auch schon hier. Ich muss den aber noch testen. Ich hatte wegen Urlaub und so weiter auch keine Zeit zum Testen. Ich arbeite aktuell alles so ab, was ich so bekommen habe. Und das Teil ist sehr, sehr interessant, finde ich, weil wir haben hier einfach nur eine USB-Verbindung zu unserem PC und darüber verbinden wir uns dann. Und das Gute ist, es ist dann wirklich auch nur die VR-Brille, die dann Zugriff auf den Router hat. Ansonsten hat kein Gerät Zugriff darauf. Und das ist das, was man immer beachten muss. Ich habe aktuell auch einen Router, der nur für meine VR-Headset da ist. Dann funktioniert das auch. Aber sobald dann mehrere Teilnehmer auch darauf zugreifen, kann das schon Probleme verursachen im Virtual Desktop oder im AirLink-Bereich. Und ja, hier wäre das halt die Lösung. Das schaue ich mir genau an, werde das dann testen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ein separates Video zu. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Geofencing-VR-Matte steht hier. Ja, ist natürlich nicht schlecht, wenn dann weiß man immer, wenn man nicht so viel Platz hat, wo man sich in welchem Bereich aufhalten kann und darf. Und dann haben wir noch mal hier, das finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen, für die VR Motion Sickness Geplagten. Das ist ein Kopfband, sage ich einfach mal. Das wird so getragen und das hat Kräuterkartuschen. Die sieht man hier. In dem Bereich werden die eingeklickt und dann, wenn die hier aufliegen, werden die Wirkstoffe von den Kräutern halt von der Haut aufgenommen und die sollen dafür sorgen, dass das Motion Sickness halt minimiert wird und gelindert wird. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich funktioniert. Ich würde es gerne testen, aber ich habe einmal das Teil nicht und zum Zweiten habe ich auch kaum noch Motion Sickness. Außer bei irgendwelchen Weltraumsimulationen oder sonst was habe ich Motion Sickness ansonsten halt gibt es da keine Probleme mehr. Aber ich finde es sehr interessant, es gibt so viele Leute, die Motion Sickness geplagt sind. Und wenn das wirklich eine Linderung sein kann, dann ist 20 Euro auch nicht wirklich zu viel. So, kommen wir aber zu unseren In-Ear-Kopfhörern. Und hier sehen wir die Prism XR Vega T1.
Und ja, dann klicken wir uns mal hier ein bisschen durch. Hier ist der Aufbau zu sehen, was jetzt ja für die meisten jetzt nicht so wirklich interessant ist. Hier haben wir das auch nochmal, genau, Latenz bis 25 Millisekunden mit dem USB-C-Dongle. Und ja, das ist halt ein guter Wert, würde ich sagen. Also ich habe keine Probleme gehabt, dass ich irgendwie eine Latenz gespürt habe oder sonst was. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal in der Quest eingesteckt, aber wir werden das nachher auch mal probieren. Also hier kann man auch mit 27 Watt laden. Es gibt einen Kommentar, der sagt, dass es bei ihm nicht funktioniert hat. Also ich habe auch ein Batteriepack dran von ALMVR und bei mir hat das ohne Probleme funktioniert, dass quasi das Batteriepack leer geladen wurde, aber die Quest halt geblieben ist bei ihrem, ja, irgendwas 95%. Und wie gesagt, ich kann das nicht teilen, dass es da Probleme gibt mit den 27 Watt. Aber hängt vielleicht auch vom Akku ab oder mit was ich das auch gerade fütter, das Ganze. Und hier gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben die Möglichkeit, per Bluetooth verbunden zu sein mit einem Handy, sage ich einfach mal, und dann mit dem USB-Dongle, mit dem VR-Headset oder mit einer Playstation. Und dann kann man wohl gleichzeitig auch Anrufe annehmen, die gerade am Handy sind. Und ja, wer es braucht, ich brauche es nicht, aber das ist wohl auch eine Funktion, die da gegeben ist. Und ja, also wir können die Headsets oder die In-Ear-Kopfhörer können wir nutzen für Handy, für Nintendo Switch, für die Playstation 4, Playstation 5 und so weiter und so fort. Und also ich habe es auch schon mal gerne, dass ich einfach nur PlayStation 5 damit spiele, weil ich dann abends vielleicht keinen Krach mehr machen will oder ganz früh morgens nicht. Und ja, dann ist das ganz angenehm. Ich stecke den Dongle einfach in die PlayStation rein und fertig ist es. Und hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass man doch bitte bei der PlayStation vorne einsteckt, also bei der PlayStation 5 auch vorne. Da kann man den USB-C-Dongle nutzen oder die USB-C-Buchse. Oder halt die A-Buchse, je nachdem, wenn man hier ein VR-Headset eingesteckt hat, die VR2 zum Beispiel, dann kann man dann die Buchse halt nicht mehr nutzen und dann muss man sich halt woanders einsteckern. Und das gleiche bei der PlayStation 4, hier wird auch empfohlen, dass man sich vorne einsteckt und das dann aber auch mit einem Adapter, der beigefügt ist, den zeige ich euch gleich nochmal. Und dann haben wir hier die Prism XR-App und hier können wir nicht nur die Vega T1 Kopfhörer einbinden und einstellen, sondern auch den Router, den ich bekommen habe, den Puppies S1, den kann man dann auch damit bekannt machen und kann da auch Einstellungen machen, Firmware-Updates machen und so weiter und so fort. Die Kopfhörer kosten 57,95. Wenn ich jetzt aber hier in Checkout gehe mit Steuern und so weiter, sind wir hier bei 68,96. Und wenn ich mir jetzt das bei Amazon noch anschaue, kosten die 79,99, aber wir haben hier einen 15% Coupon und dann sind wir auch roundabout bei 68 Euro. Also man kann sagen, 68 Euro kosten die Teile und ich finde, für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Die sind echt gut und ich hatte keinerlei Probleme damit. Ich habe die jetzt schon ein bisschen länger in Benutzung und wie gesagt, ich habe da keinerlei Probleme mit gehabt, egal mit welchem Gerät, hat alles wunderbar funktioniert. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Unboxing und danach geht es dann halt auch schon ins Fazit. Hier sind wir am Unboxing-Tisch und fangen wir direkt mal an, die guten Teile rauszuholen. So, das erwartet euch, wenn ihr euch ein Set bestellt. Dann haben wir hier einmal links-rechts Kopfhörer, den Dongle. Und dann haben wir hier nochmal verschiedene Gummieinsätze für die Kopfhörer. Die kann man natürlich tauschen, S und L. Und ja, ich habe jetzt hier wahrscheinlich dann die Medien dran und die passen super für meine Ohren. Da muss man natürlich jeder mal schauen, was passt einem da am besten. Schon mal kurz die ganzen Kopfhörer raus. Und also ich hatte auch zu keiner Zeit, ich habe auch schnellere Spiele gespielt, wo ich mich ein bisschen mehr bewegen muss. Ich hatte auch keine Zeit, keinerlei Probleme, dass sie irgendwie rausgefallen sind oder sonst was. Weil ansonsten müsste man dann erstmal größere nehmen. Und ja, aber das kann sich dann halt jeder aussuchen. Hier, die kann man halt ganz einfach aufstecken und gut ist. Habe ich einen Dongle noch raus.
So, ja, hier haben wir einen kleine Karte, wo wir einen QR-Code haben, wo wir dann auch direkt die App runterladen können. Sollte man schon benutzen, die App, da man da darüber auch Firmware-Updates laden kann, Einstellungen vornehmen kann. Aber das zeige ich euch gleich auch nochmal im Anschluss von diesem Unboxing hier. Ja, hier haben wir eine kleine Anleitung, Quick Start Guide, die könnt ihr euch dann natürlich durchlesen. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Da wird erklärt, wie gepairt wird und so weiter und so fort. Und es gibt hier auch Controls, die sind erstmal festgelegt. Es gibt ja, dass ich die antippe und dann wird irgendein Befehl ausgeführt. Lautstärke hoch, Lautstärke runter, Lied weiter. Und das gibt es einmal hier zu lesen in dem Heft. Aber man kann auch das in der App komplett für sich autark einstellen und ja, anpassen. Das zeige ich euch aber auch gleich in dem Video. So, dann haben wir hier noch die Ladeschale und Aufbewahrungsbox. Und ja. So, hier sehen wir das Ganze nochmal hinten, die USB-C-Buchse zum Laden. Und hier können wir ganz einfach die Kopfhörer einlegen und ist halt mit Magnete und die snappen dann halt rein. Was ich schön finde, ist, hier komme ich ganz bequem an den Dongle ran. Das ist bei den Soundcore nicht so. Die sind da ganz hinten irgendwo versteckt. Also es war ein bisschen fummelig. Und ja, das Set gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier noch das Ladekabel und den USB-C auf A-Adapter. So, zeige ich euch auch nochmal. Und darüber könnt ihr halt auch eure Kopfhörer dann laden. Wird hier einmal eingesteckt. Und der Adapter ist halt auch für den Dongle gedacht, dass wir den an verschiedenen Gerätschaften auch dann einstecken können. Und dann würde das hier so aussehen. Und schon hat man halt den Dongle für USB-A fertig gemacht. Also alles dabei, was man braucht, um direkt loszulegen, auch für verschiedene Geräte. Ja, alles sehr übersichtlich gehalten und super easy in Benutzung. Also zeige ich euch gleich auch nochmal im Fazit, wenn ich den aufstecke, verbindet er sich sofort mit den Kopfhörern und man hört einen Jingle und weiß man, okay, der hat den Dongle jetzt erkannt und ja, dann kann man auch schon loslegen. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir in die App. Die zeige ich euch auch nochmal und ja, gehe auf ein paar Sachen ein, die man da also einstellen kann, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ja, legen wir los. Hier sehen wir die Prism XR App und hier sehen wir auch, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Geräte anzumelden von Prism XR. Aber ich habe aktuell nur einmal die Vega T1 hier angemeldet. Der Puppies S1 Router fehlt noch, den kann man darüber aber auch anmelden. Das zeige ich euch in einem späteren Video aber. So, wir gehen jetzt einmal in die Vega T1 Kopfhörer rein und dann sehen wir einmal, wo L und R steht. Das sind die Akkuanzeigen von den jeweiligen In-Ear-Kopfhörern. Und dann haben wir das Bluetooth-Signal. Wir sind gerade per Bluetooth verbunden. Und das ist halt ein bisschen kräftiger hinterlegt. Und der Dongle, der ist ein bisschen so grau. Und der ist aktuell nicht verbunden. Wenn ich den jetzt verbinden würde, würde der auch ein bisschen kräftiger aussehen. So sieht man, was verbunden ist und was nicht verbunden ist. Dann haben wir oben rechts das Zahnrad, die Einstellungen. Hier können wir einmal auf die Firmware gehen. Können hier einmal die Firmware ab graden, wenn wir die Möglichkeit haben. Aber aktuell wird uns hier angezeigt, dass wir die letzten Firmware-Stände schon drauf haben, also die aktuellsten. Und dann gibt es auch noch hier den Equalizer. Also hier hat man einmal Custom Equalizer, da kann man sich wirklich selber austoben, welche Abmischung man hier haben möchte, ob die Höhen oder Tiefen halt ein bisschen kräftiger sein sollen und so weiter und so fort. Also da könnt ihr euch austoben und müsst halt entscheiden, was für euch dann halt sich am besten anhört. Dann gibt es den Default-Knopf und hier haben wir schon welche Equalizer hinterlegt. Da gibt es einmal Prism XR Original, dann Akustik, Bassbooster, Rock, Elektronik, Pop und Podcast. Also da müsst ihr gucken, was für euch da sich am besten anhört oder zu welcher Gelegenheit ihr gerade euch das anhören möchtet. Und dann gibt es die Funktion Vega Blast und das ist dann so ein super Volume,
Modus, der halt ein bisschen mehr Lautstärke bietet, aber halt auch von der Klangqualität dann halt nicht mehr so gut ist. Darauf wird man auch hier gewarnt davor. Und ja, die Möglichkeit haben wir trotzdem. Und dann können wir hier einmal auf Dongle klicken. Aber hier kann man nur sagen, Dongle ja, ist nicht verbunden. Dann kann man den verbinden, wenn er den findet. Aber das geht momentan nicht. Dann haben wir hier die Controls und das ist wiederum ein bisschen wichtiger für uns. Hier können wir einstellen, welche Tippfunktionen welche Funktion dann auslösen. Also wenn ich jetzt hier Single Tap habe auf dem linken Kopfhörer, dann kann ich mir hier aussuchen, ob der Volume Plus oder Volume Minus sein soll oder ich sage einfach mal Next Song oder ich lasse das jetzt einmal hier auf Volume Plus, dann gehe ich auf Right auf dem rechten Kopfhörer und dann sage ich aber Single Tap auf dem rechten soll dann aber Volume Minus sein. Und dann kann ich das so anpassen, dass ich jetzt hier Double Tap sage, Next Song für links und für rechts mache ich einfach letzter Song. Und so kann man sich das halt permanent dann anpassen, wie das am besten passt. Da muss man halt auch wahrscheinlich ein bisschen ausprobieren, ja, welches Layout da dann am besten zu einem passt. Dann haben wir die Funktion Chat Mix, das können wir aktivieren oder deaktivieren. Das ist die Möglichkeit, wenn wir einmal mit dem Handy per Bluetooth verbunden sind und dann auch noch mit dem Dongle, sage ich mal, PlayStation spielen und wir werden angerufen, dann können wir trotzdem per Kopfhörer den Anruf annehmen und darüber dann sprechen und gleichzeitig auch noch spielen. Ich habe es jetzt noch nicht benutzt, ich brauche es auch nicht. Wenn ich spiele, spiele ich, dann brauche ich nicht unbedingt telefonieren oder drücke halt das Spiel auf Pause, wenn es denn geht. Aber ja, währenddessen brauche ich jetzt nicht unbedingt telefonieren. Aber für manche Leute ist das vielleicht sehr interessant. Deshalb schon mal sehr gut, dass das hier drin ist. Ja, dann haben wir in der Prism XR kann man hier auch noch mal auf die Homepage ein bisschen im Shop rumsurfen. Das ist die Möglichkeit haben wir auch, können wir uns ein paar Sachen anschauen. Aber ja, das nur mal so. Das war's jetzt mit der App und ich würde sagen, gehen wir zum Bevor Fazit. es mit meinem Fazit weitergeht, zeige ich euch das Ganze mal an der VR-Brille. Ich habe hier die Quest 3 und ja, ich stecke jetzt einmal den Dongle ein. Ich benutze erstmal einen Kopfhörer. Ich kann euch das leider nicht hören lassen, weil irgendwie, wenn die nicht im Ohr stecken, dann ertönt der Jingle nicht. Also ich stecke das jetzt ein und dann seht ihr, wie ein blaues Licht anfängt zu leuchten und dann ist er auch schon verbunden. Und der Jingle ertönt auch direkt. Ihr seht ihr das blaue Licht. Und ja, genau. Und das heißt, die sind verbunden. Da fällt mir direkt die Rambo-Szene wieder ein, ne? Was macht blaues Licht? Es leuchtet blau oder wie war das? Auf jeden Fall kann ich darüber jetzt auch hier diese Durchgangsbuchse nutzen und damit dann halt auch die Quest 3 laden. Und meine Quest 3 ist aktuell voll. Das seht ihr hier an der grünen LED. Ja, jetzt ist sie wieder ausgegangen. Die war auf jeden Fall voll und die wird dann halt hier auch geladen über das Batteriepack, was hier hinten dran ist. Und das funktioniert einwandfrei. Ich hatte jetzt keine Probleme damit, dass ja, irgendwas nicht geladen wird oder sonst was. Und ich finde die Handhabung, das Handling ist echt super. Einstecken, Kopfhörer auf, fertig, ist verbunden. Und das geht in Sekundenschnelle echt ratzfatz. Und ja, damit habe ich auch noch keine Probleme gehabt. Okay, kommen wir zum Fazit. Ich benutze die Teile jetzt ungefähr eine Woche. Ich habe damit VR gespielt. Ich habe damit der PlayStation 5 gespielt. Ich habe aber auch Musik gehört, hier per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Und vom Klangbild her gefallen die mir echt gut. Ich bin jetzt kein Riesen In-Ear-Kopfhörer-Fan. Früher habe ich die sogar gehasst, muss ich ehrlich zugeben. Normalerweise, wenn ich am Computer sitze und spiele, benutze ich sowas hier, aber in dem VR-Bereich ist es halt ja nicht wirklich gut. Ich hab immer ein Kabel wieder dabei, musste drüber ziehen und nee, da habe ich keine Lust drauf. Also da ziehe ich lieber die Dinger an und kann direkt loslegen. Es ist definitiv besser, tausendmal besser, als wenn ich diese originale Lösung von Meta benutze. Ne? Hier diese Lautsprecher, die hier drin sind. Sie sind okay, aber mehr auch nicht. Und der Klang ist echt für In-Ear-Kopfhörer verdammt gut.
Ich habe damit zum Beispiel Metro live gestreamt und ich konnte alles genau vom räumlichen Klang her, konnte ich genau hören, wo was herkommt, von hinten rechts, hinten links und wo kratzt gerade irgendwas. Und also auch sehr sauber kommt alles durch. Auch selbst wenn jetzt hier geschossen wird, es gibt Bässe, die kommen echt gut an, wenn man, ja, man kann das Ding ja über Equalizer einstellen, wie man möchte. Da muss man dann halt für sich selbst die passende, ja, Einstellung finden. Aber für einen In-Ear-Kopfhörer echt gut, alles kommt super klar rüber. Ich hatte keinerlei Probleme, dass irgendwie was sich, ja, übersteuert anhört, wie man das kennt, wenn man irgendwas zu laut macht, dass sich dann, ja, kratzt oder sonst was. Habe ich nicht gehabt und ich habe die schon gut laut gedreht. Für mich reicht die Lautstärke auch vollkommen aus. Also ich habe die nicht auf Vollpulle aufgedreht. Man kann auch übertreiben und sein Gehör damit schädigen. Von daher sollte man damit auch nicht übertreiben. Aber insgesamt muss ich sagen, egal ob ich jetzt gespielt habe, Musik gehört habe, ein Hörbuch habe ich gehört. Also hat mir sehr gut gefallen vom Klangbild her. Und alles sehr klar und ja, was will man mehr? Also ich bin jetzt kein audiophiler Mensch. Ich kann nur sagen, was für mich gut ist. Und wenn was weniger gut ist, würde ich das auch sagen. Aber für mich war es jetzt vollkommen in Ordnung. Die Bässe kommen gut rüber. Die Höhen sind gut zu hören. Also eigentlich erwarte ich fast nie was von In-Ear-Kopfhörern. Aber die sind echt gut, muss ich sagen. Und dann für 68 Euro macht man hier auch nichts falsch. Man kann natürlich auch andere Audiolösungen für VR-Headsets finden. Ich habe ja auch Modicap schon sehr oft vorgestellt. Sehr, sehr gute Audiolösungen. Aber man ist dann halt hier gebunden, dass man hier einen Kopfhörer dran baut, der vom Klang her natürlich auch nochmal besser ist als ein In-Ear-Kopfhörer, keine Frage. Aber ich habe das hier fest dran gebaut und muss es dann halt auch wieder immer wieder abklickseln, wenn ich zu einem anderen Headset wechsle. Oder ja, ich kann es halt nicht flexibel einsetzen, wirklich. Und da bin ich mit den Dingen doch viel flexibler. Ich stecke das an die PlayStation 5 an. Spiel damit, hör damit. Ich kann es auch an meinen Fernseher ansteckern, kann es an meinem Handy verbinden und so weiter und so fort. Und das sind Vorteile, die echt sehr wichtig sind. Dieses Flexible gefällt mir sehr gut an den Dingern. Ich kann damit ja mit dem Handy über Bluetooth, über Dongle. Also den Dongle benutze ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas mit Gaming habe. Weil da braucht man wirklich diese, ja, schnelle Audiolösung. Ich glaube, über Bluetooth kann man mit der PlayStation damit sowieso nicht verbinden. Von daher muss man den Dongle da nutzen. Aber ansonsten, ja, Musik hören über Handy mache ich ganz normal mit Bluetooth. Das funktioniert echt gut. Also von mir gibt es hier definitiv eine Kaufempfehlung für 68 Euro. Macht man hier echt nichts falsch. Und ja, alles auch sehr wertig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas vom ja, wackelt oder sonst was irgendwie schlecht verarbeitet wäre. Ja, wir haben hier den kleinen Pairing-Knopf noch, den habe ich eben nicht vorgestellt und den muss man einfach halten und dann kann man sich über Bluetooth damit verbinden. Also insgesamt tolles Produkt. Ich bin froh, dass ich das bekommen habe und ich kann euch das nur ans Herz legen, falls ihr noch keine Audiolösung haben solltet, ist das eventuell genau das Richtige, was ihr jetzt braucht. Die Links sind unten in der Beschreibung, ist einmal ein Amazon Affiliate Link, wenn ihr den nutzt, habe ich halt auch was davon und ihr unterstützt dadurch meine Arbeit und ich versuche auch über Prism XA noch was Affiliate Link mäßiges zu bekommen, aber muss ich mal schauen, also könnt ihr euch aussuchen, wo ihr dann bestellt. Ich würde mich halt mega freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen würdet. Und ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne unten in die Beschreibung packen, dann in die Kommentare packen. Dann werde ich da definitiv drauf antworten. Und ansonsten würde ich mich freuen auf ein Like, auf ein Abo natürlich auch. Wir sind jetzt bei 2,4, kratze ich so gerade dran, immer mal wieder 2,4, dann wieder runter. Aber ja, wäre schön, wenn es langsam mal wieder Richtung 2,5 geht. Das wäre echt nice. Das sollten wir doch eventuell bald mal hinkriegen. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.